Im Kuhwerder Hafen nahe der Schiffswerft von Blohm und Voss wird zur Stunde eine amerikanische Sprengbombe entschärft. Der 250 Pfund schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsarbeiten in der Elbe entdeckt. Jetzt ist der Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr im Einsatz. Um die Bombe zu entschärfen, muss sie zunächst aus dem Wasser geborgen und dann an Land abgelegt werden. Die Polizei hat dafür das Gebiet in einem 250 Meter Radius sowohl auf dem Wasser als auch an Land gesperrt. Die Anwohner nahegelegener Wohnungen werden veranlasst, sich drinnen aufzuhalten und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Seit 16.30 Uhr läuft der Einsatz. Die Feuerwehr informiert über den Kurznachrichtendienst X über das Geschehen.